Hello people, willkommen zurück zu Let's Play The New Island. So, jedenfalls sind wir hier wieder und so, also das sind wieder die Feuermänner. Och nö, ich hasse diese On-Off-Blöcke. Vor allem, weil die auf einmal so ungenau gecodet sind irgendwie, weil wenn man da oft passiert ist, dass man da gerne zwischen diese beiden Teile springt. Und dann, ja, schaltet er sich sofort an und aus gleichzeitig. Das heißt, er schaltet sich überhaupt nicht um und man stirbt. Also ist mir oft passiert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ist ziemlich ätzend, wenn das... Ach, natürlich. Immer schön gleich sterben, oder? Und natürlich, Mario, natürlich. Okay, nochmal. Oh, ja, danke schön. Mein Gott, ich liebe dich doch, du wunderschönes Viech. Dass du mich immer tötest, das finde ich so reizend von dir. Och. Manometer. Okay, nochmal. Nein? Ach, zack. Wow, und... Fliegenpilz. Schnapp dir den Fliegenpilz, von dem du eigentlich sterben müsstest. So. Okay, und jetzt kommt nochmal diese Stelle. Okay. Wow. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht von diesen Flammendingern da treffen lässt. Okay, das ist eine etwas gemeine Stelle. Wow, aber trotzdem haben wir es irgendwie geschafft. Frag mich nicht wie. Wow. Hier gibt es sogar hübsche Leben. Okay, aber hier ist es mit den Leben wohl leider vorbei. Schade eigentlich. Warte, vielleicht reicht es ja doch noch für ein zweites Leben aus. Nee, ganz bestimmt nicht. Egal wie viel wir jetzt treffen. Wow, das war ein schöner Durchgang. Wir haben schon den Midway Point. So schnell. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht vermutet. Och nö, nicht diese Ballonscheiße. Ich hasse diesen Ballon einfach nur. Och Mann. Ich habe gesagt, oh, wir sind jetzt beim Midway Point und das ist die Bestrafung dafür. Gleich erfolgt die Ernüchterung in Form eines Teils, das ich nicht leiden kann, nämlich dem Ballon. Boah, das war knapp. Oh, ja, hier ist tatsächlich ein Ballongedöns drin. So, vorsichtig. Stirb, du Sackgesicht. So. So, komm ran, Mario. Verdammte Mistkacke. Okay, das war Fail. Und eigentlich... müsste ich jetzt wieder meinen Trieb nachgeben, sofort abzuspeichern. Weil diese erste Hälfte ist jetzt eigentlich erstaunlich gut gelaufen. Zumindest für diese Verhältnisse. In diesem Spiel. Uah. Okay, schön runter, dann kann er uns nicht treffen, der Doofe. Oh, stirb. So. Haha. Damit haben wir dich schon mal getötet. Wow. Mein Gott, ich finde was vor allem in dieser Kombination einfach mies. Was ist denn hier? Okay, hier muss man rein. Gut, dann haben wir das Ende dieses Abschnitts schon erreicht. Schön. Okay, und hier sind die Grafiken ein bisschen komisch. Ich meine, es sieht ein bisschen... Ich meine, der Vordergrund hebt sich irgendwie zu wenig hier vom Hintergrund ab für mein Gefühl. Und auch diese Blöcke sehen hier komisch aus, aber was soll's. Aber immerhin zeigt dir der Hackersteller, dass er X-Animations kann, also das ist das rot blinkende Zeug im Hintergrund. Sowas nennt man X-Animations, wenn ihr in SMW sowas blinkt. So. Okay, zack und...
Ja, geht doch. So schwer war das gar nicht. Okay, Nightbase Zone 3. Ach, ich warte noch mal, bis ich mit einem Leben runter bin, bevor ich abspeichere. Weil es gibt ja noch ein Geisterhaus, wo man sich gezielt Leben holen kann. Deswegen sind wir, glaube ich, auch so auf der sicheren Seite. Okay, und das war ein halber Blindjump. Da hatten wir jetzt Glück. Okay. Ach Gott. Hä, was? Ach so, diese Laserstrahlen da oben, die so blau blinken, die töten mich. Warum sagt mir das keiner? Mein Gott. Die sind mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich dachte, die gehören zum Hintergrund mit dazu und jetzt leckt's schon wieder. Nein. Ah, kurzer Aufnahmestopp. Mein Gott, habe ich mich jetzt eben erschrocken. Die Lecks haben sich jetzt wieder erholt, dachte ich. Hallo, Spiel. So. Wenn du mir jetzt nochmal ein Leck reinhaust, dann kannst du das erleben, Fraps. Was? Natürlich. Okay, das waren aber vom Spiel natürlich bedingte Slowdowns. Natürlich, okay. Jetzt kommt die Abspeichermania. Okay. Tschüssi. So, hier bin ich wieder. Vom Abspeichern frisch zurück. So. Diesmal werden wir die Lecks hoffentlich mal keinen Strich durch die Rechnung machen. Okay. Zumindest haben wir nichts verloren. Ist doch schon mal gut. Okay, das war die Stelle. Okay, ja, deswegen bietet sich das immer an, einen Koopa im Wind zu nehmen. Genau deswegen, Mann. Ich hatte schon wieder vergessen, dass diese Laserstreifen da oben töten. Die übersieht man so einfach. Also, ich glaube, hier waren wir das letzte Mal gar nicht, oder? Diese Stelle kommt mir jetzt jedenfalls so unbekannt vor. Ach so, fuck. Da oben waren wieder diese Laserstrahlen, die übersehe ich immer. Manometer. Also ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr aufpassen. Ja, genau deswegen auch. Eigentlich wollte ich jetzt springen, aber nein. Okay, ich hätte jetzt schon wieder damit gerechnet, dass ich an einem Koopa wie sterbe, weil ich zu spät gesprungen bin oder so. Okay. Zack. Ach, zack. Ach, Menno. Hilfe. Und zack. Okay, haben wir noch eine Feuerblume. Gibt es jetzt einen Midway Point oder sowas? Oder Ziel sogar? Nö, offenbar nicht. Stattdessen gibt es nochmal einen hübschen weiteren Raum. Okay, und einen Blind Jump. Zumindest ein bisschen Blind Jump mäßig war das. Hui. Okay, war es das jetzt Spiel? Ah, nö, das ist gemein. Mein Gott, dieser Laserstrahlen da oben und dann noch diese Dinger. Puh. Mein Gott, habe ich mich in dem ersten Moment erschrocken. Und hier waren schon wieder diese Todeslaserstrahlen. Die übersehe ich immer. Wie gesagt. Mein Gott. Die harmonieren so leicht mit dem Hintergrund. Okay, und das war es mit Sicherheit. Und das war es jetzt immer noch nicht, oder wie? Doch, gut. Puh. Okay, Nightbase Zone Nummer 4. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, heißt es dann nochmal Abspeichermania. Okay, und wetten, der Pilz ist ausgerechnet in diesem einen Block drin, der so schwer zu erreichen ist. Ja, genau. Das war mir sowas von klar. Okay, hier gibt's wieder diese Laser und schon wieder dieses doofe Hochgehspielchen. Okay, hier kann man sich einfach fallen lassen. Dann wüssten wir schon mal, wie das geht. Diese Stelle.
So, lassen wir diese blöde Geisterschlange erstmal vorbei. Also hier haben wir jetzt die das gleiche Level wie vorher, nur nochmal mit extra Geistern. Ja, und ich bin jetzt ultra vorsichtig, wie man sieht. Mein Gott, ich hatte zumindest gehofft, ich bin jetzt diese Geisterschlange los. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich da jetzt so schnell ohne Treffer vorbeikommen soll. Okay, hier geht's schon ab in den nächsten Raum. Hä, was? Das ist gemein. Wie soll man hier sehen, wo man lang kann? Hallo? Hallo, Spiel? Das ist ein etwas fieses Gimmick. Abspeichern, bis dann. Tschüss. So, Leute, hier bin ich wieder. So, jetzt werden wir nochmal die Nightbase Zone 4 machen. Natürlich. Natürlich springt dieser Mario, sagt mal wieder nicht. Das ist sowas von typisch. Mario, so wie wir ihn kennen und nicht mögen. Ja, wenn er springt, dann mögen wir ihn wirklich nicht, nehme ich mal an. Mann, ich hasse dich, du blöder Geist. Okay. Okay, nochmal. Let's make this Quark nochmal. Wow, ich habe diese Stelle geschafft. Das ist das Wunder des Jahrtausends. Nee, im Ernst, ich hätte nicht gedacht, dass die so einfach möglich ist. Okay, let's make it nochmal. Ja, toll. Das war der Overfail. So, runter mit dir. Ja, genau das meine ich. Man hat überhaupt keine Chance, da vorbeizukommen, wenn diese Viecher so schießen. Okay, hier kann man einfach so durchlaufen. Ohne Sinn und Verstand. Und dann wird man nicht getroffen. Merken, merken, merken. Ja. Gut, diesen Treffer nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Ja, was ist denn jetzt... Was bezweckt man eigentlich mit diesem Level hier? Ich meine, mit diesem Ultra-Dunkel-Abschnitt. Ich habe Angst, jeden Moment in eine Schlucht zu fallen und zu verrecken. Au, man kann sich ja an diesen... Man kann sich zwar an den Gegnern orientieren, aber... Ach, Mann. Ich glaube mal, ich muss diese Angst einfach besiegen. Eine andere Lösung wüsste ich jetzt nicht. Ach, Mann. So, schnell. Ja, genau das meinte ich mit schnell. Ich wollte da noch schnell durch, bevor meine Unverwundbarkeit nachlässt, verdammte. So, aber dieses Level mache ich noch. Da kannst du mir so viele Viecher auf den Hals setzen, wie du willst, Spiel. Nur mich kriegst du da... Mich kriegst du aber so schnell nicht klein. Och, nö. So. Zack. So macht man das. Also man kann dieses Viech offenbar nicht outscreenen. Genau das meine ich nämlich mit. Das ist ein bisschen schwierig. So. Okay. Ich werde jetzt einfach mal laufen. Weil eigentlich, wenn man sich's recht überlegt, dürfte man da der Fairness halber da keine Lücken hinmachen. Ja, sind sie aber. Ach, Manometer. Lustig, lustig, tralala. Aha. Da ist noch ein Geist. Wappa, was mache ich? Wo bin ich? Hä? Wo bin ich? Hallo? Ich habe da jetzt tatsächlich irgendwie den Überblick verloren. Also das ist gemein, diese Stelle. Warum muss man denn so eine Dunkelkammer machen? Das verstehe ich nicht.
Mir wäre es zumindest vorteilhaft, einen Power-Up irgendwie in der Reserve zu haben. Ich muss mir irgendeinen Trick überlegen, wie man hier vielleicht unbeschadet vorbeikommen könnte. Aber das geht hier nicht ohne weiteres. So. Zack. So, wo ist denn dieser Geist von eben? Ja, genau hier. Und wo sind wir jetzt? Hallo, wo sind wir? Ich hatte irgendwie null Checkung, wo wir eigentlich waren. Okay, nochmal. Ich hoffe, du schaffst das irgendwann, du dämlicher Klempner. Warte. So geht das. Haha. Na toll. Und kaum sage ich buhahaha, wir haben dich ausgetrickst, du Spiel, kommt das Viech mit noch einer Extrakanone an. Natürlich, lustig, 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 lustig. Das... Solche Sachen definiert das Spiel wohl als Witz, ich nicht. Ich definiere das als Unverschämtheit, du scheiß Spiel. So. Also ich glaube, muss hier irgendwie den hier machen, damit... Mann! Fuck! Mein Gott, und wenn man es erstmal schafft, dann schießen die Bullet Bill Kanonen in so einem bescheuerten Rhythmus, dass es trotzdem schwer ist, da auszuweichen. Zack. Okay, der erste Abschnitt, den kann ich ja inzwischen, aber der hier. Wo sind denn hier diese komischen... Ah, so. Wo sind denn hier jetzt diese komischen Laserstrahlendinger und wo nicht? Okay, hier gibt's wohl keine Laserstrahlen mehr. Gut so. Was? Okay, hier ist ein kleines Podest, auf dem man stehen kann. Okay, hier scheint so eine Art Treppe zu sein, oder wie? Wow. Natürlich, natürlich, natürlich. Das ist so typisch. Jetzt mal kurz vor dem rettenden Lichtschalter noch eine hübsche Todesfalle hin, obwohl die da sonst irgendwie nie war. Ah, so liebe ich diesen Hackersteller doch. Natürlich, natürlich. Ach, wie lustig. Ja. Ha, ha, ha. Endlich habe ich dieses Scheißspiel ausgetrickst, Mann. Endlich. Diese scheiß Bullet Bill Kanonen, diese Scheißstelle. Ich hasse es. Ja, und dann verlieren wir bei so einem billigen Viech gleich mal unseren mühsam ersparten Pilz. Ist klar. Okay, hier kriegen wir sowieso noch einen extra Pilz, aber trotzdem. Ich glaube, eine Feuerblume wäre trotzdem insgesamt die bessere Wahl als nur ein Pilz. Okay, hier ist das Podest, auf dem man rauf konnte. Wow! Da ging es aber ganz schön hoch, merke ich gerade. Nein, ich habe Angst vor diesem scheiß Koopa! Puh. Okay, weg mit dir. Okay. So, jump und... Pah. So, Midway Point, immerhin etwas. Man darf sich nicht beklagen. Auch wenn ich mir jetzt auf das endgültige Ende erhofft hätte, um ehrlich zu sein. So. Ah, man muss sich hier in diesem Spiel leider oft mit Kleinigkeiten zufrieden geben. Und ich dachte tatsächlich, ich könnte dann einfach so runter abspeichern. Hello, people! Willkommen zurück zu diesem wunderschönen Hack. Okay. Okay, ich werde jetzt mal versuchen, nach diesem wunderschönen Abspeichern diese wunderschöne zweite Hälfte zu schaffen. Ja,
An dieser Stelle ist ein Problem. Mein Gott, warum schleuderst du mich nach oben? Was soll der Kais? Der Kais, der Scheiß meine ich. Mein Gott, irgendwie haben diese Dinger die Laune, einen absolut gerne nach oben zu schleudern. Das war mal wieder so ein Fall. Warum denn? Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. Ich glaube, wir holen uns hier mal einen Power-Up, weil ohne Power-Up wird das nichts. Ich sehe es schon. Mein Gott. Ich bin froh, dass ich jetzt abgespeichert habe. Weil diesen Scheiß, den kann doch kein Mensch so schnell schaffen mit den paar Leben. Natürlich! Ach, diese Dinger zerbröckeln auch noch. Ich hätte gehofft, dass das wenigstens solider Boden ist, auf dem man sich ausruhen darf. Aber nein! Man muss den Spieler ja mal schön quälen. Ja, der Spieler muss schöne Qualen erleiden. Verbrennungen am ganzen Körper. Und der Spieler, der muss gefoltert werden, natürlich. Mann! Ich verachte dieses Level. Verachte dieses Level. Mein Gott, das ist so ekelhaft. Nein! Oh, du verfickter Scheißgeist. Boah, mein Gott. Mein Gott, lass mich hier Ruhe, ihr Weißen. Ihr blauen, penetranten Miststreifen. Autsch! Okay, zum Glück kann man aber kurz mal Startselect ausmachen, wenn man runterfällt. So, jetzt aber. Jetzt werde ich dich auseinandernehmen, du Spiel. Ich werde dich auseinandernehmen und ja, dich besiegen. Du blödes Mistspiel! Autsch. Zum Glück sind hier am Anfang keine Laserstinger oben. Denn das wäre ja die Oberhärte irgendwie. Okay, nochmal. Mein Gott. Ach, ich wette, mit einer Feder könnte man da so schön rüberfliegen. Ja, dieses komische Gestell. Okay, jetzt haben wir das ausnahmsweise mal geschafft. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass das in diesem Jahrhundert noch passiert. Wow. Okay, bester Durchgang bisher. So, jetzt bloß nicht verkacken. Natürlich. Okay, Notfallplan. Schnell durch irgendwie. Okay, jetzt haben wir es zumindest durch den ersten Teil geschafft. Ich hoffe, das ist jetzt allmählich mal der Abschluss. Nein, natürlich müssen da noch solche Viecher kommen. Und die hasse ich auch wie die Pest. Wow. Ah. Zack. Yes! Dieses verdammte Scheiß-Level geschafft. So. Okay, hier beenden wir den Part. Bis dann. Tschüssi!